So, weil wir gerade mal so schön zusammensitzen, will ich euch mal noch kurz eine Taschenlampe zeigen. Ich weiß, ich habe schon viele Taschenlampen vorgestellt. Die habe ich jetzt neulich bekommen und von der bin ich ziemlich begeistert. Das ist eine Taschenlampe, die mir richtig, richtig gut gefällt aus verschiedenen Gründen. Ich habe unzählige Taschenlampen. Die meisten davon sind von der Bedienung her, dass du fast ein Universitätsstudium brauchst. Und wenn du die dann ein halbes Jahr nicht in der Hand gehabt hast, weißt du gar nicht mehr, wie man die bedient. Also es ist einfach zu komplex, zu viel mit Dreifachdruck, Vierfachtastendruck, Fünffachtastendruck. Das ist einfach viel zu kompliziert. Hier haben wir die Sofirn SP31V3. Neues Modell, ist jetzt erst frisch rausgekommen auf dem Markt, ist eine kleine Elisit-Taschenlampe. Und was mir hier als erstes aufgefallen ist, sie ist total griffig. Die hat solche Rippen, sehen aus wie Kühlrippen. Das Ding ist aus Metall komplett. Die liegt so geil in der Hand, also richtig, richtig griffig. Hat einen Clip dran, leider keinen Doppelclip. Ihr könnt den also nicht in eine Mütze stecken, das geht hier nicht. Aber bei dem Gewicht. Also ultrahelle LED, die Lampe hat 2000 Lumen Gesamtleistung, 260 Meter Reichweite soll damit erreicht werden, das werde ich nachher im Dunkeln mal testen, aber das ist es nicht. Natürlich ist sie stoßfest, bruchfest, stoßfest, wasserdicht, ihr könnt damit einiges machen. Aber die liegt wirklich mega geil in der Hand, da war ich wirklich begeistert. Und das Bedienkonzept ist endlich mal eine Lampe, wo du dir keine Gedanken machen musst. Es gibt hier einen Heckschalter, den kannst du nicht automatisch einschalten. Den kannst du nicht versehentlich einschalten, das kannst du vergessen. Es gibt da Lampen, die gehen so leicht, nur einen Drucktaster. Und dann brauchst du wieder über Vierfach- oder Fünffach-Doppelklick oder Fünffach-Klick, dass sich da die Sperre einschaltet, als Tastensperre, dass es nicht versehentlich an der Tasche angeht. Aber das merkt sich doch niemand, bei jeder Lampe anders. Den Schnickschnack hast du hier nicht. Du hast hier einfach nur einschalten, ausschalten. Das heißt, du schaltest ein und die Lampe hat vier Leuchtmodi, also vier Leuchtstufen. Ne? Hier gibt es einen weiteren Knopf an der Lampe, der kann dann gedrückt werden. Das heißt, hinten ein- und ausschalten ist mit Memory-Funktion. Wenn ich jetzt wieder einschalte, macht es genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Und der Knopf geht wirklich straff. Versehentlich kann der nicht angehen. Ne? So, vier Leuchtstufen. So, und wenn es mal schnell gehen muss, in der Notsituation, einfach gedrückt halten, diesen Taster, und ihr kommt in den Stroboskop-Modus. Der hat natürlich zwei Stufen. Und wenn ihr noch einmal die Taste drückt, kommt ihr in eine SOS-Funktion, dann sendet die Lampe SOS. Und dann gibt es nochmal, wenn ihr auf einen weiteren Druck, dann geht ab und an mal auch so eine Signalfunktion, geht dann so, und ihr seht das, dann blinkt es ab und an, um auf euch aufmerksam zu machen oder Signal zu geben. So, mehr ist da nicht. Hier schaltet ihr das durch, dann wieder ausschalten über den Druckschalter. Wenn ihr einschaltet, geht es immer mit der normalen Lampe an. Wie gesagt, vier Stufen. Die hellste sind 2000 Lumen. Und wenn ihr Lampe anhabt, einfach gedrückt halten das Ding und ihr kommt in den Stroboskop-Modus. Also im Notfall auf der Straße, ihr werdet angegriffen, einschalten, Knopf gedrückt halten und der andere sieht nichts mehr. Also, und mehr ist hier auch einfach nicht. Es ist wirklich simpel zu bedienen und sie ist relativ leicht. Was haben wir von Akku drin? Gucken wir uns auch gleich mal an. Ey, die ist echt wirklich griffig, total genial. Die fässt sich richtig, richtig gut an. So, ihr habt hier wieder mal einen größeren Akku verbaut. Ihr habt ja den 18650 Akku mit 3000 mAh. Kommt da also auch eine Weile hin. Und das finde ich schon mal gut. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Lampe wird über USB-C geladen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Das zeige ich euch auch gleich mal. Und zwar hat es dazu, weil die auch wasserdicht ist, so, hier auch richtig schön ordentlichen, also mit einer ordentlichen Gummiabdeckung, die richtig saugend straff sitzt, damit die Lampe natürlich auch dicht ist. Ja, also einfach ein schönes Stück Metall, was man, wenn man es einmal in der Hand hat, eigentlich gar nicht mehr aus der Hand legen will. Ne? Ist für ein EDC eigentlich die ideale Lampe. Da könnte es ja schon fast noch ein Ticken kleiner sein, aber es soll ja auch eine gewisse Leuchtstärke haben. Ich habe einige EDC-Lampen, die haben deutlich weniger Lumen. Die sind einfach, wenn man Licht braucht, ja. Aber wenn du im tiefen, dunklen Wald bist
und willst mal ein bisschen den Weg ausleuchten, nochmal in die Ferne gucken, ist da irgendwas, da brauchst du auch mal ein bisschen Leuchtweite. Ne? Und das sind so 260 Meter natürlich auch eine ordentliche Weite. So viel zur Theorie. In der Praxis, das Schöne ist, wir sind hier im Wald und wir können uns das anschauen. Ihr habt natürlich hier noch ein Lanyard dazu, das ist mit dem Lieferumfang, wird dann hier durchgefädelt. Und Adwee ist keins dabei. Aber wie gesagt, Gürtelclip, an Gürtel könnt ihr das machen. Nur halt nicht an der Mütze. Doch, an der Mütze würde theoretisch gehen, dann müsstet ihr den Clip aber abmachen. Mal gucken, ob das geht. Das geht bestimmt. Wenn ich den, ich will mir jetzt nicht die Fingernagel abbrechen, aber ihr seht, ihr habt da hier so eine Vertiefung, so einen Ring, wo der Clip eingesetzt ist, mit dieser Klemme. Wenn ich die Klemme, hier drüben gibt es noch einmal sowas. Wenn ich das hier raus und dann hier drauf, dann ist der Clip ja in die andere Richtung, dann müsste es funktionieren, dass er den an der Lampe, ans Cap machen könnt. Aber da bieten sich meistens Lampen an, die ein bisschen kleiner und leichter sind. Ne? Schauen wir uns doch mal die Lampe im Dunkeln an. Macht doch schon mal ordentlich Licht. Auch von der Reichweite her. Die Bäume kannst du hier richtig taghell machen. Gucken wir mal auf die andere Seite, wie weit das rüber reicht. Naja, da geht auch schon mal was. So, da hinten steht das Auto. Ja, gehen wir mal die einzelnen Leuchtmodi durch. So, das ist jetzt die geringste Stufe. Die zweite, die dritte, naja. Theoretisch gibt es noch eine vierte. Wo ist sie? So, das ist jetzt der Stroboskop-Modus. Na, den müssen wir nicht testen. Ja. So, vier Stufen sind es. Ah, hat geklappt. Okay. Ja, das ist jetzt die vierte Stufe. Die erste ist so dunkel, die sieht man gar nicht. Ne, das ist die erste Stufe. Die zweite. Mit der kann man, das reicht voll zu, wenn man hier durch die Gegend latscht. Die dritte und dann die Helligkeitsstufe, die vierte mit 2000 Lumen. Da kommt man schon mal ein Stück. Und das Schöne ist, die Lampe ist so griffig, die liegt so richtig geil. Also wenn ich hier klitschnasse Hände habe oder schwitzige Hände oder irgendwas, Angstschweiß, was auch immer, die Lampe liegt wie angeleimt in der Hand. Die verrutscht nicht. Das ist wirklich der Hammer. Ich habe keine Taschenlampe, die so gut griffig ist wie diese hier. Auch die Wärmeableitung ist ganz gut. Die wird warm, ja. Aber handwarm, das verteilt sich über die gesamte Lampe. Das ist nicht so, dass der Kopf hier vorne kochend heiß ist, dass man sich die Finger verbrennt und hier hinten alles kalt. Es ist gleichmäßig warm vom Kopf bis zum Schaft. Also über die gesamte Lampe verteilt ist es gleichmäßig warm. Das ist echt cool. Also das Wärmemanagement ist ja echt sauber gelöst. Ja. Das ist mal Licht, Freunde. Ja, kann man mit arbeiten. So, dann mal noch ein abschließendes Fazit zur Sofion SP31V3. Ja, ihr seht, sie passt direkt in die Hand rein. Fässt sich mega geil an, ein richtiger Handschmeichler und eine wunderschöne Lampe. Also, wie ich schon gestern gesagt habe, wenn die auch eine Weile an ist, die wird ja warm wie jede Lampe. Die Wärme verteilt sich echt gleichmäßig auf das gesamte Gehäuse, deswegen auch diese Rippen hier. Aber die sind noch griffig. Das Ding rutscht, kann dir nicht aus der Hand rutschen. Wirklich der Wahnsinn. Die kann auch nicht wegrollen, weil du hast ja diesen Clip, wenn du die hinlegst, die rollt also auch nicht weg, obwohl sie rund ist. Wird auch spätestens hier oben, die Flächen sind abgeflacht. Die Lampe ist wasserdicht, staubdicht, sturzdicht oder sturzsicher. Ein ordentlicher, kein Taster, ein richtiger Knopf, den du richtig fest drücken musst. Und Lanyard gibt es dazu, was du durchfädeln kannst. Und dann hast du hier vorne den Modi-Wahlschalter. Ihr habt es gesehen. Das Ding hat eine ordentliche Leuchtausbeute, scheint weit in den Wald rein. Also das ist genau das Richtige, was ich hier draußen brauche. Und die fäst sich wirklich, also das ist das Geilste. Ich bin ja so ein haptischer Typ. Ne? Also deswegen brauche ich auch Messer mit Holzgriff. Richtig schön, ich liebe Holz. Ne? Und hier mag ich dieses Metall. Also fragt mich jetzt nicht, was das hier von der LED ist, die hier verbaut ist.
Aber das spielt heutzutage auch nicht mehr so die Rolle, weil überwiegend hochwertige Lampen auch hochwertige LEDs verbaut werden. Also die kann hier was. Okay, Kostenpunkt liegt so um die zwischen 50 und 60 Euro für die Lampe. Taschenlampen sind insgesamt recht teuer geworden in letzter Zeit. 3500 mAh Akku. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht leer gekriegt, obwohl ich die Lampe schon ganz schön viel im Einsatz hatte. Also was soll ich sagen? Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Checkt's mal aus. Ich verlinke euch das Ding unten im Video. Und naja, vielleicht braucht ja der eine oder andere eine Lampe fürs EDC oder auch zum Bushcraften. Könnte das vielleicht eine Alternative sein zu anderen Modellen von namhaften Herstellern, wobei Sofion jetzt auch keine Unbekannte ist, die aber deutlich mehr Geld kosten. Also, das für heute, das zur Lampe. Macht's gut.